Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Inside auf der Switch. Wir sind ein menschlicher Haufen Klumpen, wir sind ein menschlicher Klumpenhaufen, so rum. Und wir gehen jetzt mal weiter. Bin wahrscheinlich immer kleiner, also da befindet sich der Junge gerade drin. Auch mal so zu wissen. Kommen wir nicht rein? Was hochheben? Los. Versuchen wir hochzuheben. Nicht? Kommen wir auch nicht hoch, hä? Was sollen wir denn machen? Ah, okay. Rennen wir mal in die andere Richtung. Ich weiß gar nicht mal, welche Richtung wir kommen sind. Vielleicht sind wir auch von der Richtung gekommen. Wir müssen hier zurück. Ah, das Ding ist schon echt eklig, oder? So. Nee, aber wir können den mitnehmen. So. Werfen wollte ich es gar nicht, aber vielleicht können wir entgegenwerfen. Guck das an. Haben wir die Klappe oben abgemacht und dann? Okay. Cool ist das denn? Jetzt schwimmen wir ein bisschen. Nee. Ekliges Ding. Aber es ist cool animiert, das Ding, muss ich sagen. Okay, da ist Feuer drin. Ob wir durchs Feuer gehen sollten, weiß ich nicht. Aber anscheinend müssen wir das. Oder auch nicht. Warte mal, ist da noch irgendwas, was wir machen können hier? Wasser mitnehmen? Glaub ich nicht, ne? Aber da reinrennen mal ins Feuer? Und Selbstmord, ne? Da rein komme ich nicht. Okay, da wollen wir vielleicht auch gar nicht rein. Wollen wir aber noch irgendwas finden hier, was wir machen können? Hier noch was mitnehmen? Und wir nehmen den Kasten mal mit. Können wir den da reinwerfen? Also in dieses Feuer. Vielleicht bringt das ja was. Okay, jetzt brennt der Würfel, aber... Okay, das löscht es gleich wieder. So geht's auch. Gucken wir aber doof, wa? Wir fangen jetzt gleich wieder auf. Witze. Keine Ahnung, wofür den brauchen, aber es brennt zumindest. So, weiterlaufen wir den Feuerding. Irgendwas wird damit wohl schon gemacht werden sollen. Oh, die ganzen Menschen gucken. Was hat er vor? Was hat er vor? Ach so, wir schmeißen ihn einfach da oben rein. So. Eieieiei. Gehen wir ein Stück zurück. Und da gehen wir rein. Denken sich auch, ne, was ist das für ein Typ? Aber die halten mich auch nicht wirklich auf, ne? Halt. Das sieht doch aus, ob man das ziehen kann. Nehmen wir gleich mit. Ob wir das brauchen oder nicht, ist zweitrangig. Wir nehmen es mit. Guck mal. Wir machen den daran. Okay. Gehen wir mal ein bisschen. War das so geplant? Ich weiß nicht, aber wieso helfen die Leute mir? Also einige von denen helfen mir, einige nicht, oder? Ja, dann müssen wir schon mal den Zug nochmal ranholen hier.
Hier rüber müssen wir wahrscheinlich schieben ein bisschen. Geräusche, ne? Da. Und hier auf. Widerlich. Widerlich das Ding. Okay. Den Knopf krieg ich ja nur. Da muss es gezogen werden, glaube ich. Kann man nicht hin. Wie kriegen wir den denn an? Ist die Frage. Okay. Super. Oh. Okay, das muss natürlich getimed werden. Besser. Oh, normal. Hier durch. So. Ah, ist schon ganz cool gemacht, die kleinen kniffligen Rätsel hier. Hä? Ah. Ah, das haben die absichtlich gemacht. Das war eine Falle. Na gut. Ihr meint, ihr müsst mich töten? Machen, ne? Ja, und nirgends wohin? Kann ich gar nichts machen? Nö, hier geht gar nichts. Ah, doch hier. Die Platten abreißen, okay. Bringt das? Hier drüben auch Platten abreißen? Wie wollen wir einen Ausgang finden hier? Können wir da raus? Okay. Ach, guck mal an. So, habt ihr gedacht, wa? Packen's. Dem menschlichen Klumpen werdet ihr nicht ankommen. Laufen wir mal weiter. Oh. Warte mal. So, oh. Wir sind in Freiheit, würde ich fast sagen. Naja. Weil, fast in Freiheit. Eieieiei. Guck mal.
Hier. Da kann ich nichts machen. Das sieht nichts, ich kann nichts machen. Ich mache die Knöpfe weiter. Also es passiert gerade nichts. Wird wahrscheinlich zum Spiel. Eigentlich so ein bisschen die Stimmung hier ein, aber was genau soll da jetzt passieren? Das ist das Ende des Spiels. Wir bleiben ein Fleisch. Das war's tatsächlich. Hat mich gut unterhalten, das Spiel. Aber ich hätte gedacht, das passiert mehr. Kommt noch was? Schade eigentlich. Also ich finde das Spiel ziemlich gut. Kurzweilig, aber gut. Nicht zu schwer. Ab und zu muss man ein bisschen überlegen. Bloß kann ich mit der Geschichte nichts anfangen. Die ist so, die hat keinen Anfang und die hat auch kein Ende. Das mag ich nicht ganz so. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn die Geschichten Anfang und Ende haben. Weil so kann man irgendwie nichts damit anfangen, finde ich. Das ist so, ja. Lässt einen so ein bisschen hoffen auf den nächsten Teil oder auf einen Vorteil oder ich weiß es nicht. Schade. Wie gesagt, ich fand es bis jetzt ganz gut. Ihr es gemocht habt oder nicht, das weiß ich natürlich nicht. Aber ihr könnt ja mal einen Kommentar da lassen und sagen, wie es euch gefallen hat. Und ich würde natürlich öfters mal so ein paar Indie-Games mit reinnehmen, weil ich das einfach spannend finde für die Switch. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet. The Danish Film Institute hat mitgemacht, okay. Eine dänische Firma, die das Spiel gemacht hat. Das wäre natürlich cool. Also. Tester gespielt haben. Schon bemerkenswert, wie viel Energie da in so einem Spiel auch steckt und wie viele Leute da mitmachen. Cool. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.